Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play City Skylines. Wir haben unsere Stadt etwas weitergebaut. In der letzten Folge haben wir den Zugverkehr, glaube ich, massiv entlastet. Wir haben mehrere Zugkreuzungen gebaut, damit die Züge jetzt schön aneinander vorbeifahren können. Wir haben jetzt, glaube ich, auch das Problem entdeckt, warum da überhaupt so viel Stau ist. Das haben wir jetzt, glaube ich, auch etwas behoben, damit das jetzt, dadurch, dass wir jetzt parallele Gleise gebaut haben. Ja, wir sind immer noch auf 54.000, was die Bevölkerung anbelangt. Es steigt gerade nicht. Wir waren schon auf 75.000 um, wir haben 20.000 verloren. Und zwar liegt das, glaube ich, hauptsächlich darin, dass wir Leute haben, die keine Arbeit finden in unserer Stadt. Und zwar gibt es Arbeitsplätze, aber sie sind zu gebildet, also sind die nicht willens hier zu wohnen. Und dieses Problem werden wir jetzt gleich angehen in dieser Folge. So. Schauen wir mal, wie wir das jetzt lösen wollen. Ich stelle wieder nur mein Mikro um. Und dann schauen wir uns das gleich mal an. Sorry. So, ich habe jetzt hier ein bisschen weiter gespielt. Ihr habt jetzt die ganze Zeit nur mich gesehen. Ich bin jetzt eigentlich im Spiel drin. Ich habe jetzt hier. Ich sage mal kurz, was ich gemacht habe. Ich weiß gar nicht, 5 Minuten lang habt ihr jetzt nur mich gesehen. So. Und zwar habe ich hier ein bisschen mehr Büroflächen gebaut. Ich habe hier ein bisschen von dem Industriegebiet weggenommen und habe etwas mehr Büroflächen gemacht. Und ich werde das jetzt auch hier oben etwas machen, glaube ich. Obwohl die hier oben ganz zufrieden zu sein scheinen. Die da unten sind etwas schlechter drauf. Die Idee war einfach, dass ich jetzt versuche, den viel zu gebildeten Leuten einfach ein bisschen mehr. Fläche zu bieten, wo sie arbeiten können. Weil die da unten, denen mangelt es andauernd, also wenn man da draufklickt, die sind jetzt verlassen, alle, ja, warum auch immer. Aber wenn man da drauf drückt, brauchen 12 gebildete Arbeiter und haben 11 hochgebildete. Also man muss sich das circa so vorstellen, da arbeiten jetzt echt irgendwelche Studierten in der Fabrik. Wir haben deswegen haben die auch immer gesagt, super innovativ die ganze Zeit Industrie. Das gefällt denen nicht. Also machen wir einfach aus dieser ganzen Agrarindustrie, die wir hier haben, weil wie man sieht. Zum Beispiel die da oben, was mangelt es an denen? Auch an ungebildeten Arbeitern. Ich habe zu viele Schulen. Ich reiße jetzt eine Schule ab. So. Nein, ich brauche mehr Büroflächen. Werden die angenommen eigentlich, die Büroflächen? Nee, werden die nicht. Warum denn nicht? Leute? Die sind hier super zufrieden, ne? Die in den Office Hills. Man möge mal diese Leute verstehen. So, hier unten haben wir wieder ein bisschen mehr Gewerbe. Da wieder ein paar Office dazu. Wir mixen hier immer Gewerbe mit Office. Warum? Warum denn nicht, ne? Dann können die Leute hier direkt in der Nähe arbeiten und wohnen. Das finde ich nämlich nicht so dumm. Von mir aus können die auch von der Autobahn wieder direkt nach Hause fahren. So.
hier auch wieder auffahren, wenn Sie wollen. Was? Das war in die falsche Richtung. Das war alles auch in der falschen Richtung. So und. So. Und dann machen wir noch eine zweite Auffahrt. Build up. Kreuzungen fangen an, immer besser zu werden, finde ich. Ich kann weiter drauf fahren und runter fahren. Und Sie können von hier in diese Richtung und von hier können Sie so in die Richtung. Und eigentlich hätte ich jetzt das umgekehrt machen sollen. Wenn ich schon hier da. Meine Autobahnkreuzungen werden immer besser, sind immer falsch. Aber eigentlich müsste ich von hier aus. Reicht das nicht von der Höhe her? Bitte bau hier einfach eine. Leute, das macht mich fertig manchmal. So, wir bauen die gleich. Bauen wir noch hier noch eine zweite Abfahrt für da hinten. Gesagt, von hier auch noch auf die Autobahn rauf, wenn es geht. Dann bauen wir jetzt mal unterirdisch. So. Der fährt immer total freaky. Dann die Straße ein paar Tränen durch. So, was haben wir alles? Viele haben wir, würde ich sagen. Ja. Da eine Autobahn, überall Auffahrten, Abfahrten. Das wildeste Autobahnkreuz der Welt hier. Aber auch das funktioniert. Schöne Zugverbindungen. Wir haben hinten auch das Problem gelöst mit dem Zug. Wir machen total miese, was Geld anbelangt. Aktuell, aber noch, aber nicht mehr viel. Aber nicht mehr lang. Und hier staut es gar nicht mehr arg so sehr. Gar nicht mehr so arg sehr. Eine Sache müssen wir hier noch, doch noch tun. Wir müssen noch schauen, dass wir von hier aus da rüber kommen.
vom Parallelgleis direkt daher. Das haben wir nämlich noch nicht gemacht. Und das ist nicht gut. So, wie schaffen wir das, vom Parallelgleis darüber zu kommen? Gehen wir etwas näher ans Wasser. Ne? Immer Wort ist bereits gebaut. Belegt, das Wort ist überhaupt nicht belegt. Junge, Junge. Wir wollen nur, dass es eine Verbindung auch gibt. Was ist denn das hier eigentlich? Das ist eine total sinnfreie Verbindung, wenn wir hier nicht laufen wollen. Die brauchen wir auch nicht, wir haben jetzt hier diese direkte. Wir brauchen nur noch eine Verbindung von hier, vom zweiten Gleis darüber in den ersten. Das ist, was uns noch fehlt. Seht ihr das auch so? Ich hoffe, ihr seht das auch so. So, wie machen wir das? Bauen einfach über alle anderen drüber. Nicht schön, aber es funktioniert. Aber schauen wir mal, ob das hilft. Die Idee ist einfach, dass der vom Parallelgleis, wenn der kommt, soll der hier rüberfahren können. Jetzt haben wir hier quasi zwei Gleise, die in die Richtung fahren. Für je nachdem, wo die hinwollen. Und wir haben jetzt, damit hier nach, von links nach rechts kein Stau entsteht, noch ein Parallelgleis. Das wird hauptsächlich für den Güterverkehr sein, weil es fährt am ersten Personenbahnhof vorbei. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Doch, doch, ich glaube, das ist ganz gut so. Also, Sie können jetzt unbehelligt von links nach rechts durchfahren. Sie können geradeaus fahren, wenn Sie wollen. Sie können auch die zweite Schiene jetzt verwenden, wenn Sie wollen. Mal sehen, ob das stimmt, was wir gesagt haben, ob das jetzt wer nutzen wird. Der ist vorbeigefahren. Der muss jetzt warten, das ist ein Personenzug, der muss wieder da reinfahren. Nee, nee, das ist nicht schlecht. Gut, unser Ziel ist jetzt mal, dass wir viele, viele Personen in unsere Stadt bringen. Sind die neuen Gebiete, die wir gebaut haben, angenommen worden? Wurstwaren. Was haben wir denn hier gebaut, bitte? Achso. Was haben wir für Richtlinien hier? Ermöglicht der Industrie durch die Nichtbeachtung einiger Sicherheitsregeln noch effizienter zu arbeiten, verdoppelt die von Industrie produzierten Warenunterhalt. Wohltäter für Großunternehmen. Vergünstigen Gebäude in nicht. In dicht besiedelten Gewerbieten verdoppeln ihre Verkäufe. Enthusiast für Kleinunternehmen.
Steuerentlastung für Geringbesiedelte. Wir machen hier eine Steuerentlastung für Bürogebäude. Mal sehen, ob dann Leute einziehen. Verteilung von Rauchmelder haben wir überall. Was haben wir noch? Kontrollierter Drogenkonsum? Nein, brauchen wir nicht. Kostenlosen Nahverkehr? Nein. Es mangelt uns aktuell ein bisschen an Geld. Was ist mit dem Friedhof schon wieder? Aber aktuell machen wir eine volle Miese um 9000. Und hier ziehen überall ziehen bei mir Leute aus. Es fehlt ihnen einfach definitiv an Arbeitern. Ja, es sind einfach sehr viele gebildete Leute und sehr wenig ungebildete bei mir. Ja, das ist halt so. Wir stellen hier, wir produzieren jetzt ein bisschen mehr dumme Leute. Sorry, Leute. Wir brauchen mehr Facharbeiter. Und ich weiß nicht, wie ich die Facharbeiter hier bestellen soll. Die kann ich nicht sagen, hallo Leute, werdet bitte alle Facharbeiter, weil das ist eigentlich hier nicht so schlimm. Wir sind zugmäßig hier sowas von auf dem Holzweg. Das ist das, das ist die Umfahrung für den Güterverkehr. Hoffentlich liege ich richtig. Wenn ich das so plane. Der meiste Verkehr kommt sowieso von hier. Hier staut das Ende nie. Bediene 12 Passagiere. So, wir bauen jetzt hier eine Straße noch quer rüber. Über die Autobahn. Obwohl hier eh ein Zug ist. Obwohl hier eh eine Straße ist. Der Zugverkehr stört hier. Warum verlege ich den nicht einfach ein bisschen und mache ihn etwas breiter? Ich sehe nicht genau, wie könnte ich denn das hier denn etwas verbessern. Ich reiße ein bisschen was ab. Nein. Ich baue nochmal den Zug. Wo ist der Zug? Wie ihr seht, es dreht sich jetzt sehr viel um Zug in diesem Thema. Um Zugverbindungen in dieser Folge. Thank you.
jetzt parallel fahren. Wir fahren das hier auch ein wenig versetzt. So, bauen noch eine neue Doppelstraße auf. Und zwar am besten hier hin. Gerade bitte. So, und dann bewegen wir den Bahnhof. Ja, sorry. Das muss halt sein. Wir brauchen hier ein bisschen mehr Platz. Oh mein Gott, ich hoffe, ich mache das gescheit. Ich zerstöre hier gerade die halbe Stadt. Wow, wo habe ich denn da gebaut? So bin ich nicht. Die Idee ist, ich baue jetzt zwei parallele Gleise hier hin. Sehr gut, und jetzt wieder runter. Auch ein normales Maß hier. Gut. Einmal zur Ausfahrt. Nein, einmal. Baut er so hoch? So. Und dann einfach darüber. So. Frag mich nicht, was das wird. Ich glaube, das ist schon so. So total verkorkst hier alles. Oh mein Gott. Tatsache ist, ich habe jetzt zwei parallele Gleise. Kann jetzt den Güterverkehr vom Personenverkehr trennen. Hier vorne in der Stadtschutz finde ich jetzt schon mal nicht schlecht aus. So. Jetzt habe ich nämlich ich habe jetzt hier quasi den Personenverkehr vom Güterverkehr getrennt, wenn ich jetzt richtig liege. So, das hier vorne gefällt mir. Von mir aus auch das da hinten, obwohl es jetzt meiner Meinung nach ein bisschen wild ausschaut mit dieser Überhöhung. Das da hier ist eine totale Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. So. Jetzt müssen wir das hier wieder ein bisschen aufrichten. Wir bauen das wieder auf. Ja, aber ich weiß, das Bild ist aber stört doch nicht, oder? Thank you.
So. Schauen wir mal, was ist hier? Was war das hier? War das eine Bushaltestelle? Haltestelle. Wie schauen wir jetzt zugverkehrsmäßig aus? Die sind eigentlich gut erschlossen jetzt. So, jetzt sollten sich eigentlich die Personenzüge hier nicht mehr so stören. Eigentlich sollten jetzt hier Personenzüge fahren, die dann entweder so da reinfahren, um an den Bahnhof zu kommen. Ja, das machen wir auch. Oder sie kommen vom Ausland oder von wo auch immer daher und können somit direkt wieder zum Bahnhof. Und sie fahren parallel. Das habe ich nicht schlecht gemacht. Das hier nutzt immer noch keiner. Habe ich jetzt eigentlich den Zugverkehr und den Personenverkehr endlich geteilt oder noch nicht ganz? Also Leute, merkt euch das, wenn ihr das hier plant, plant zwei Linien, eine für den Personenverkehr, eine für den Güterverkehr, ansonsten endet das hier in Chaos, so wie hier. Es staut überall, es staut bis hier nach oben hin. Man muss also definitiv einfach zweigleisig fahren hier bei sowas. Was uns aber freut, wir haben einen Zuwachs von über 500 Personen. Das neue Gebiet hier wird eigentlich überhaupt nicht angenommen. Büroflächen werden gar nicht gebaut. Wir haben wirklich viele gemacht. Ja, und dennoch irgendwie werden die nicht genommen. Für was auch immer. So, wir schauen mal, was es hier noch für Gebiete gibt, weil wir brauchen definitiv noch mehr Wohngebiete. Was waren das hier für Flächen? Einfach irgendwelche Flächen. Kann der ein Stromproblem haben? Das ist nur, weil niemand in dieses Gebiet hier einzieht und ich weiß auch nicht warum. Alle wohnen gerne in dem dicht besiedelten Gebiet und nicht in dem weniger dichten. Wir bauen hier ein neues, ein kleines Wohngebiet hier auf. Wie das plötzlich beleuchtet wird, finde ich witzig. Mit ein paar gesunden hier an der Spitze. Und zwar haben wir noch außenrum lauter Einkaufsmöglichkeiten. Jetzt ziehen wir noch Wasser rüber. Wir bauen einfach größer. Wir haben das Geld. Es mangelt uns gerade wirklich nicht an Geld. Und unser Ziel ist, dass wir das hier jetzt schön machen. Also bauen wir einfach mal weiter. Ja, hier brauchen wir echt keine Pflanzen. Das schaut hier nämlich grindig aus. Straße. Ja.
Was machen wir noch? Ich bin mir nicht sicher, warum die Stadt einfach nicht wachsen will. Sie wächst zwar, aber wir machen gerade totale Miese. Ich weiß nicht, woraus sich das jetzt hier überhaupt berechnete, minus 12.000. Aber wir haben schon fast 1 Million verloren, seitdem wir die ganze Zeit bauen hier. Wir sind jetzt aber nicht sonderlich besorgt, was das anbelangt. Machen wieder die inneren Bereiche mit Wohngebiet. Die äußeren mit Gewerbegebiet. Wie ihr seht, wir bauen jetzt etwas schneller. Aber das ist nicht so schlimm, glaube ich. Na, machen wir kleine Straßen hier. Eine Sackgasse. Ist das schlimm? Nein, das ist auch nicht schlimm. Wasser. Haben wir schon überall, ja, fast. So. Strom gibt's, Wasser gibt's. Müllverbrennung super. Feuerwehr klar. Feuersicherheit ist okay. Polizei super. Bildung ist. Die Effizienz ist hoch bei mir, was Bildung anbelangt. Wir müssen da jetzt ein paar mehr U-Bahnen, glaube ich, auch bauen. Ziehen wir noch ein paar U-Bahn-Linien hierher. Und zwar hier am besten ins komplett nicht erschlossene Gebiet. Also da so rüber noch und am besten auch noch hier hin. Vielleicht sind die aber nicht gut genug erschlossen, diese Gebiete hier. Das kann aber durchaus sein, oder? Die sind sowieso verlassen, weil keiner irgendwie hier wohnen will, arbeiten will. Die kann weit belegt sein. Machen wir noch eine Station auf der gegenüberliegenden Seite hier irgendwo. Ich hoffe, ich kann da überhaupt noch raus. Viel Verkehr hier unter der Erde. So. Gut. Ich meine, ob es gut ist, werden wir gleich sehen, aber. Was ist mit ihm? Wow, da ist überall voll. Unter der Erde. Mir ist die Erde schon total voll. So, neue Linie. Und zwar fangen wir mal an. Von hier nach hier. Nach hier. Nach hier. Nach hier. Nach hier. Ins New Market Town runter. Fertig. Jetzt haben wir auch eine neue Linie. So, machen wir noch eine in die Gegenrichtung. Am besten hier so ins Wohngebiet rein.
Wir wollen die Leute ein bisschen so herumfahren. Gut. Wir geben den Leuten ein bisschen mehr Möglichkeiten hier zu wohnen. Mal sehen, ob das attraktiver für sie ist. Vielleicht brauchen wir auch ein bisschen mehr Parks. Ja, das dürfte noch attraktiv für euch sein. Haben wir irgendwas Interessantes für sie? Oh, was ist das denn? Ein Karussellplatz. Na bitte, ist was Schönes. Ja, wollen wir noch einen Sportplatz? Die gehen auch immer gern Sport machen. Finde ich hier positiv. Was kostet denn das Ding eigentlich? 4000 die Woche. Ist ja urteuer. Baut mal einen auf. Gehen auch diese Leute, die eigentlich arbeiten gehen, zu seinem Platz? Muss man den auch hier bauen? Probieren wir das mal. Aktuell machen wir gerade voll die Kohle, wenn hier was los ist. So, jetzt haben wir hier einen Tennisplatz gebaut. Wow, die freuen sich voll. Ja, dann geben wir euch doch hier auch noch einen. Hier greifen wir noch die hier ab, die gar nichts haben. Ja, aber das ist ein bisschen komisch gemacht, weil eigentlich... Die arbeiten doch. Was sollen die hier machen mit einem Park oder was auch immer das ist? So. Wenn ihr hier hinzieht, gibt es für euch einen Platz. Bitte sehr. Wie ihr seht, wir haben schon ziemlich viel gemacht eigentlich. Wir sind jetzt, ich glaube, wir haben eine Stunde, eineinhalb Stunden, zwei Stunden. Ja, wir sind, glaube ich, fast wieder auf die halbe Stunde wieder drauf. Wir haben hier unten wieder noch ein Stadtgebiet dazu gebaut. Wir haben da eins. Wir benennen das jetzt. Das ist so eins, was noch keine Bezeichnung hat. Das schließen wir noch hier. Wir wollen auch den Gebieten hier Namen geben. So, und zwar ist das da auch einsetzt, ein neues. Ich weiß nicht genau, was den Leuten eigentlich fehlt, dass die noch herkommen. Ah, ich weiß was, der Flughafen. Ich baue jetzt noch einen Flughafen. Abendbrotpark. Okay, dann kannst du zuerst ein Pharma City Abendbrotpark. Abendbrotpark klingt nett. Das klingt so nach nett irgendwie. Wo wohnst du? Im Abendbrotpark. Oh, das ist süß. Ja, das ist nett. Lass mal. Das hier werden wir irgendwann mal komplett abreißen und neu bauen. Aber das kostet mich mittlerweile schon so viel. Immer. Wir haben jetzt nämlich genau zwei parallele Linien, eines für Personen und eines für Güterverkehr. Doch, doch, das war nett. Das mit den Personen, mit dem Güterverkehr war nett. Das funktioniert jetzt. So, das ist der Forsthügel und das hier hat alles noch keinen Namen. Jetzt müssen wir ein bisschen größeren Pinsel hier nehmen. Buchenviertel, passt. Und bei euch gibt es jetzt kostenlosen Nahverkehr, damit ihr durch die Gegend fahren könnt. Parks und Erholung. Nein, Steuererhöhung. Für gering besiedelte Gebiete steuern wir raus. Für hohe Gebiete auch raus. Mal
Mal sehen, ob sich jetzt Leute ansiedeln. Es ist verblüffend, dass sie nicht herkommen wollen. Aber wir werden jetzt aktuell wieder mehr. Es greift, was auch immer wir hier machen. 67.000 Leute haben wir und es werden wieder mehr. Und das gefällt uns. So, ein bisschen haben wir noch hier zum Bauen. Bauen wir jetzt noch ein kleines Gebiet dazu. Jetzt haben wir das auch wieder Wohngebiet. Aber nur mehr weniger dicht besiedelt ist. So. Es darf gebaut werden, Leute. Ihr dürft herkommen. So, jetzt schauen wir uns mal an. Beim Industriebereich, was für... Wow, so falsch. Was haben wir hier? Pharma-City, wir haben Spezialisierungen hier, ja. Aber die haben Leute gefunden. Und die Stadt wächst. Ja, ich würde sagen, die Stadt wächst. Wir haben hier gar nicht mehr so viel Stau. Doch, da hinten ist jetzt immenser Stau entstanden. Warum eigentlich? Das sind alle diese Umfahrungen. Wir haben noch eine Autobahn, nutzt doch die Autobahn. Mein Pferd hier zum Beispiel. Aha, die fahren quasi einkaufen. Aber sie können ja auch diese Straße hier nutzen. Sie nutzen sie auch und fahren von hier aus rüber ins Industriegebiet oder rüber in die größere Stadt drauf und runter. Ja, sie können auch jederzeit auf der Autobahn, so ist es nicht. Wir haben ja auch einen Tunnel. Wo haben wir denn Autobahnauffahrten? Hier? Ja, wir sollten hier vorne noch eine bauen, glaube ich. Eine Auffahrt machen wir noch. Nämlich hier noch eine Autobahnauffahrt, dann sollte es die hier entlasten, denn die fahren sehr, sehr viel in diese Richtung. Wir machen nur eine Ausfahrt und keine Einfahrt mehr. Ja, machen wir aber noch darüber eine Brücke. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das klug wäre. Das ist einfach zu viel Industriegebiet, zu viel Gewerbegebiet. So, wir bauen hier hinten noch ein paar Gewerbegebiete. Direkt in der Nähe von der Industrie. Das macht auch nichts. Dafür reißen wir hier hinten was ab. Es gefällt uns nicht, dass wir hier Gewerbegebiet gemacht haben. Und die Leute hier eigentlich total untergehen in dem Ding hier. Wir machen ein bisschen mehr Wohngebiet, aber auch mittendrin. Ich weiß, es ist laut für die, ist total mies, schlecht und so weiter. Aber dadurch halten wir ein bisschen mehr Verkehr hier raus. So. Bitte sehr. Machen wir noch durch.
machen wir jetzt zweispurig in die Richtung. Anders. So, das ist eine Einbahnstraße. Das ist nur, damit man auf die Autobahn besser abfahren kann. So, dann können die Leute direkt von hier aus auch auf die Autobahn abfahren. Haben wir eigentlich gar keine einzelne Abfahrt in die Richtung gebaut? Mann, sind wir. Leute, was habe ich hier gemacht? Ich habe nicht eine einzige Abfahrt gebaut in die Richtung. Die Leute können nur von der Autobahn herfahren, können aber nicht auf die Autobahn abfahren. Ich dachte, hier hätte ich auch sowas gebaut. Mensch, Mensch, Mensch. Was bin denn ich für einer? Hallo? Was ist mit dir? Ich baue doch nicht extra einen Tunnel, damit ich hier hinten schon wieder runter. So, jetzt haben wir hier eine Autobahnausfahrt. Wir hatten vorher keine. Ich hatte die ganze Zeit hier keine Autobahnauffahrt. Junge, Junge. Und auch hier haben wir keine. Ich habe hier eine Kreuzung. Eine ziemlich wilde. Und es staut sich hier in dem Bereich Ende nie. Weil ich hier nämlich gar keine Autobahnauffahrt habe. Ich brauche eine überirdische diesmal. Bitte hier. Ach, das macht mich schwach. So. Das ist das Letzte, was wir jetzt noch machen in diesem Video. Noch hier eine Autobahnabfahrt drauf gebaut, damit die von hier aus auch auf die Autobahn können. Ich verstehe nicht, wo bin ich denn vorher dahin, sag mal. Hier gibt es nur eine einzige Zufahrt. So, Abfahrt. Abfahrt, Abfahrt, Ende. Junge, Junge, was habe ich da früher mal gebaut hier? Schaut zwar wild aus hier, aber es ist nicht so wild, es sind eigentlich nur Auffahrt und Abfahrten, die wir hier eigentlich wirklich brauchen. Und plötzlich nutzen die Leute die Dinger. Die fahren da alle rein. Ob es das hier oben entlastet, weiß ich noch nicht, aber es besteht zumindest die Möglichkeit, irgendwann. Das hier ist eine sehr, sehr befahrene Straße. Gut, wir schauen uns das im nächsten Video an. So Leute, ich bedanke mich hier mal fürs Einschalten. Wir haben jetzt wirklich, ich glaube, 3 oder 4 sehr lange Videos gemacht. Die waren jetzt wirklich gar nicht so wenig.
Ich sehe hier auf dem Timer, wir haben schon fast 2 Stunden 10 gespielt. Eigentlich wären das 4 Videos. Ich weiß nicht genau, wie ich es aufteilen werde. Ich muss mir anschauen. Ja, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Wie ihr seht, haben wir jetzt, ich steige nochmal kurz um, haben wir jetzt schon 72.000 Bewohner. Diesmal läuft's. Also die Leute ziehen endlich ein, auch die Bürogebäude, die neuen, die werden angenommen. Es scheint so, als würde nämlich das Verhältnis jetzt zwischen Industrie und Bürogebäude und Wohnflächen und so endlich wieder passen. Deswegen kommen die Leute auch wieder her. Wir haben jetzt auch etwas mehr Entlastung verkehrstechnisch. Ideal ist es noch nicht überall, aber es ist dennoch viel besser geworden, finde ich. So, ich hoffe, es macht euch Spaß. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn wir wieder an dieser Stadt weiterbauen. Wir schaffen es, glaube ich, dann endlich mal zum nächsten Meilenstein. Wir werden fast die ganzen Flächen vollbauen müssen, habe ich das Gefühl, damit wir überhaupt auf 90.000 kommen, aber das ist halt so. So, Leute, danke fürs Zuschauen und danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.